verschicken wollte. Diesen Fisch verstecken wir gleich im Becken. Ivo wird nur mit Hilfe seines Sonarsystems den Fisch wieder zurückbringen. Damit wir aber gleich nicht sagen können, ich kann ihn gar nicht kontrollieren, ob der Ivo nicht unter Wasser schummelt und ab und zu die Augen aufmacht und nachschaut, wo der Fisch ist, haben wir hier wieder viele speziell angefertigte Augenklappen. Die setzen wir natürlich erst auf, dann versenken wir den Fisch und dann gucken wir mal, ob Ivo ihn dort finden kann. Komm mal zu mir. Mach mal euch gleich zu, Deckelchen drauf. Anders euch gleich zu, Deckelchen drauf. Ivo zu Deckelchen, wir. Ups, versenken den Fisch, schiebt dich Ivo. Die anderen helfen dir bestimmt, das sieht gut aus. Hast du schon gefunden? Ja, das sieht toll aus. Perfekt. Das hast du super gemacht. Komm her, zack, Tintenfisch. Lecker. Noch ein, okay. Delfine sind auch sehr geschickt im Umgang mit den unterschiedlichsten Gegenständen. Sie spielen ganz gerne mal mit Steinen, mit Algen oder auch mit Treibholz. Diese Geschicklichkeit möchte ich Ihnen auch einmal zeigen. Wir verwenden aber hier natürlich keine Steine, auch keine Algen. Wir nehmen uns heute mal ein paar große Ringe zu Hilfe. Diese Ringe sollen gleich mal auf elegante Art und Weise bitte wieder zurückgebracht werden. Thank you.
Wir kommen noch schnell zu einer Gemeinschaftsaktion. Und zwar brauchen wir geschwind drei Hochbälle. Wir brauchen ein Ball für den Pepina, ein Ball für den Ivo, ein für die Delphi. Thank you.
einfach liegen lassen. Zweimal ganz schnell ausgesprochen, erste Warnung, Achtung, denn viele schießen scharf. Berichtet Schwimmer, kleine Kinder mit den zwei Ballen scharf. Gestern haben wir jemanden von der Bank geschossen. Hello.